Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Kerzenvideo und zwar dem duften Monat Januar. Der Januar war bei mir duftig recht durchwachsen und so viel habe ich auch eigentlich gar nicht gedüftelt, denn ich muss sagen, im Januar hatte ich keinen Bock. Ich hatte überhaupt keinen Bock. Es ist einfach das Wetter gewesen. Ich habe rausgeschaut, es war feucht, es war neblig, es war diesig, es war grau, es war kein Winter, es war kein Sommer, es war kein Frühling, kein Herbst, es war kein Weihnachten mehr, es war nix. Es war einfach nix. Und ich hatte keine Lust mehr auf Weihnachtsdüfte, aber Winterdüfte haben halt auch nicht gepasst. Für Frühling war es draußen überhaupt nicht das Wetter, Sommer natürlich schon mal gar nicht. Und ich habe dann immer überlegt, boah, okay, die Kerze. Hingestellt, kurz angezündet. Oh nee, doch nicht. Nächste raus. Oh nee, irgendwie. Und so ging das den ganzen Monat. Und dazu kam, dass ich ja mit meiner Nase so Probleme hatte und teilweise auch wirklich wenig geschnuppert habe, also gerochen habe. Deswegen, ja, habe ich es mit dem Düftel ein bisschen ruhig angehen lassen im Januar. Aber ein paar Düfte sind zusammengekommen und die zeige ich euch auch gleich. Und ich würde sagen, wir starten auch sofort. Zuerst hatte ich noch einen recht klassischen Weihnachtsduft an und zwar war das Star Anise and Orange. Das ist ein wunderschöner Orangen-Anis-Duft. Richtig, richtig schön. Der riecht wirklich nach Orangen, Nelken und Anis. Der riecht wie der Bonbonstand auf dem Weihnachtsmarkt, wo die Anisplätzchen verkauft werden. Ich finde den so toll. Anis ist jetzt nicht so mein Favorite-Duft, aber ich habe auch nichts gegen Anis. Ich finde ihn okay, ich kann ihn, ich brauche ihn aber nicht. Aber zu Weihnachten gehört er für mich einfach dazu, weil dieser Duft einfach überall auf den Weihnachtsmärkten hängt. Einziges Manko, ich finde den im Glas ein bisschen schwach. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr den habt, ob das bei euch auch so ist. Vielleicht ist es ja nur ein Montagsglas. Ich habe nämlich noch ein großes als Backup und das wäre sehr wünschenswert, denn ich liebe den Duft wirklich. Aber ich habe das Gefühl, dass der wirklich sehr dezent riecht, wenn er an ist. Schade. Schreibt mir doch gerne mal, ob das bei euch auch so ist. Würde mich sehr interessieren. Dann hatte ich einen Duft von Bath & Body Works an, und zwar White Mint Latte. Den habe ich mir ja damals auf eBay bestellt, weil ich den unbedingt haben wollte. Ich finde den so schön. Der hat wirklich so eine cremig-sahnige Mokka-Note. Er riecht für mich aber auch nach weißer Schokolade und nach Minze. Richtig, richtig toll. Und wie üblich bei Bath & Body Works ist das auch eine richtige Duftbombe. Also der beduftet die ganze Wohnung, pult natürlich wahnsinnig schnell durch die drei Dochte. Und dadurch brennt er aber natürlich auch richtig schnell ab. Da ist schon ein bisschen was runtergebrannt. Aber ich liebe den Duft. Ich finde den so schön. Das ist für mich so mit die einzige Kerze momentan, die so ein bisschen weiße Schokolade richtig rüberbringt. Ganz, ganz toll. Ganz große Liebe. Dann hatte ich noch einmal Macintosh Spice angezündet. Eher so aus Prinzip, muss ich sagen, denn den hatte ich im Winter überhaupt nicht brennen. Und das ist ein ganz schnörkelloser Duft nach saftigem, roten Backapfel mit braunem Zucker und mit Zimt. Ganz schnörkellos, ohne viel Shishi dran, einfach ein sehr, sehr klassischer Weihnachtsduft, den liebe ich sehr. Beduftet die ganze Wohnung, eine richtige Duftbombe, habe ich auch noch Backups von. Und das ist für mich so ein typischer Duft für die Weihnachtszeit. Also den habe ich im Herbst jetzt eher weniger an, weil das für mich eher so ein klassischer Winter-Weihnachtsduft ist. Den mag ich sehr, sehr gerne und den wollte ich einfach noch einmal anzünden, weil den hatte ich tatsächlich im Dezember überhaupt nicht brennen. Aber eine ganz, ganz große Liebe von mir. Und als ich dann nicht wusste, was ich anzünden sollte und irgendwie auf gar nichts Lust hatte, habe ich mir gedacht, gut, machst du Vanille an. Vanille geht eigentlich immer, bis auf vielleicht 40 Grad im Sommer, da mache auch ich keine Vanille an, aber ansonsten geht Vanille bei mir eigentlich immer. Ist so ein All-Time-Favorite und so ein, ja, wenn du nicht weißt, was du anzünden sollst, dann machst du Vanille an, das geht. Und da hatte ich zuerst Christmas Cookie brennen. Ein super schöner Duft nach Butterplätzchen, nach zuckrigen Butterplätzchen mit dieser bunten Farbglasur drauf, die ja dann nochmal extra zuckrig süß riecht. Richtig lecker. Und der hat auch so eine Note von gebranntem Zucker. Und wenn man den auspustet, kommt die nochmal richtig durch. Ich mag den richtig, richtig gerne. Das ist der Lieblingsvanilleduft von meiner Mutter übrigens. Meiner ist es nicht, denn mein liebster Duft ist nämlich Vanilla Cupcake. Den hatte ich dann auch noch an. Und der riecht für mich einfach nach frisch gekochtem, sahnig-cremigen Vanillepudding.
auch mit so einer gebrannten Zuckernote. Und wenn man den auspustet, dann kommt die nochmal richtig durch. So eine richtige karamellisierte Zuckerbombe kommt da hoch. Also richtig, richtig toll. Ich mag den sehr. Und ja, das sind so meine beiden Vanilledüfte, die ich anhatte jetzt im Januar. Das ist, wie gesagt, der Lieblingsduft meiner Mutter und das ist meiner. Dann hatte ich noch Blueberry Scone an. Das ist ja auch so ein All-Time-Favorite. Ich weiß gar nicht, gibt es irgendjemanden, der diesen Duft nicht mag? Ich glaube nicht, oder? Der ist einfach wunderschön. Saftige, reife Blaubeeren mit cremig geschlagener Vanillesahne. Richtig, richtig lecker. Ein absoluter Favorit. Ich liebe den sehr. Ich habe auch Backups davon. Und tatsächlich war das das erste Geschenk, was ich von meinem damals Freund, heute Mann, bekommen habe. Da habe ich mich natürlich super gefreut und habe mir gleich gedacht, ach super, den kannst du behalten. Den Mann meine ich. Ja, ganz, ganz toller Duft. Richtig toll. Dann hatte ich noch zwei von Country Candle an, und zwar einmal Vanilla Cupcake. Ein richtig schöner Duft nach cremig, buttrig, sahniger Vanille. Richtig, richtig schön. Im kalten Zustand mag ich den sehr. Ich mag den auch, wenn er an ist, aber wenn er angezündet ist, hat er für mich sowas von Puddingplätzchen. Kennt ihr diese Puddingplätzchen vom Bäcker? Wenn der an ist, riecht der so ein bisschen danach. Also ich finde, dass der im kalten Zustand ein bisschen mehr nach so aufgeschlagener Konditorsahne mit Vanille und Buttercreme riecht. Und dann im warmen Zustand geht der für mich so ein bisschen Richtung, ja, Puddingplätzchen einfach. Ein schöner Duft, also muss ich sagen, ich mag den gerne. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt ein großes Glas kaufen würde, denn ich habe ja viele Vanilledüfte und es ist jetzt kein so spezieller Vanilleduft, aber es ist ein richtig schöner Duft. Und wer noch keine Vanilledüfte hat oder mal gerne einen haben möchte, finde ich den nicht schlecht. Dann hatte ich an Peppermint Twist. Auch ein sehr, sehr, sehr schöner Duft. Der riecht wirklich nach diesen Pfefferminzstangen. Richtig, richtig schön. Der riecht nach Vanille und nach fruchtiger Minze. Also ich meine nach Minze, aber nach dieser, ja, roten Fruchtminze. Ich bin da kein Spezialist, weil ich die Dinger eigentlich nicht wirklich esse. Daher kenne ich mich jetzt nicht so aus, wie das alles genau heißt. Also klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wer es weiß, könnt ihr mir ja gerne schreiben. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine nach diesen Zuckerstangen, die man an den Baum hängt. Richtig, richtig schön. Also mir gefällt der sehr, sehr gut. Das einzige Manko, was ich bei dem habe, zumindest als Daylight fand ich ihn leider nicht so intensiv. Also ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie es bei euch war oder ob den jemand als Glas hat und wie der als Glas ist. Denn als Daylight fand ich ihn ein bisschen schwach, muss ich sagen. Da gibt es andere, die wirklich stärker waren und den habe ich leider gar nicht so intensiv gerochen. Obwohl ich ihn im Bad anhatte und im Bad ist schon ein kleiner Raum, aber leider ist er nicht so intensiv. Aber schreibt mir gerne mal, ob ihr den vielleicht als Glas habt, denn der Duft an sich gefällt mir sehr gut. So, und dann hatte ich keinen Bock mehr. Dann habe ich gesagt, so, es ist vorbei mit dem Winter. Er braucht jetzt gar nicht mehr kommen. Jetzt will ich nicht mehr. Jetzt will ich Frühling. Jetzt will ich Sommer. Und da wir ja auch in anderthalb Monaten auf die Malediven fliegen, habe ich mir gedacht, so, das war's. Ich bin jetzt schon im Geiste in Urlaubsstimmung und deswegen zünde ich jetzt schon andere Düfte an. Und da ich im Geiste dann schon auf der Insel war, habe ich mir gedacht, ich fange mit richtig schönen Sommerdüften an. Und zwar habe ich Margarita Time angezündet. Das ist ja ein wunderschöner Cocktailduft, wirklich. Oh, der riecht nach dieser sauren, saftig, spritzigen Limette mit braunem Zucker und Salzkruste. Auf dem Label, auf dem Glas ist auch dieser Salzrand drauf und den kann man richtig riechen, finde ich. Das ist ein ganz, ganz toller Duft. Ich finde den sehr, 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 sehr schön, aber leider sehr schwach im Glas. Leider nicht so intensiv, wie ich ihn gerne hätte. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist der leider nicht sehr stark. Ich finde das sehr, sehr, sehr schade, denn der Duft selber ist richtig, richtig schön. Aber mittlerweile habe ich ihn eigentlich eher in der Küche an oder im Badezimmer, damit ich ihn überhaupt rieche, weil hier in diesen großen Räumen im Wohnzimmer Diele, das sind ja um die 40, 45 Quadratmeter, da rieche ich den kaum leider. Leider, denn der Duft ist wirklich, wirklich schön. So, dann hatte ich noch zwei Düfte aus der Coconut Collection an. Und zwar einmal die Nummer 3, Coconut and Mandarin.
Die mag ich auch sehr, denn ich bin ja so ein absoluter Kokosfreund. Aber ich mag ja Kokos nicht in foodigen Düften, sondern eher in so Fruchtgemischen, Sonnencreme, mit Meerwasser, mit Grün. So mag ich es gerne. Aber in Food bin ich jetzt nicht so der größte Kokosfan. Beziehungsweise habe ich vielleicht einfach noch nicht den richtigen Foodduft gefunden. Das kann auch sein. Aber Coconut and Mandarin finde ich sehr, sehr schön, denn der riecht nach sahnig-cremiger Kokosnuss mit, ja, mit einer Fruchtnote, mit so einer richtig Mandarinennote drin. Richtig wie die Schale der Mandarine. Sehr, sehr lecker. Für mich riecht das so ein bisschen so, als würde man irgendwo in Spanien auf einer Terrasse sitzen, aufs blaue Meer schauen und dabei so ein leckeres Mandarineis essen. Richtig, richtig schön. Ja, der ist auch gut abgebrannt. Zwei Dochte, die brennen sehr, sehr gut ab. Leider auch relativ schnell. Ihr seht, der sieht noch ein bisschen uselig aus. Normalerweise pflege ich meine Kerzen da schon. Den habe ich aber noch nicht sauber gemacht. Der hat jetzt vor einiger Zeit erst wieder gebrannt. Und den muss ich ein bisschen säubern. Weil so stelle ich ihn mir nicht nochmal hin. Ich bin da ganz penibel bei meinen Kerzen. Ich mache die immer schön sauber. Und als zweites hatte ich die Nummer 2, Coconut and Beach Flower, an. Den finde ich toll. Der hat auch diese sahnig-cremige Kokosnussnote, aber da ist auch was von einer sanften Lotion mit drin und Blüten. Ich weiß nicht, welche Blüten. Wasserlilien vielleicht. Ich habe da keine Ahnung. Ich kann das jetzt nicht rausriechen. Aber es riecht nach Wasserpflanzen, ein bisschen grün, nach einer Lotion und nach dieser Kokosnuss. Der riecht für mich auch so ein bisschen wie eine ganz edle Sonnencreme mit Kokos. Oder so eine edle Bodylotion mit Kokos und einem leichten Blumenduft mit drin. Also richtig schön. Das ist ein ganz, ganz toller, cremig, sanfter Duft. Richtig, richtig schön. Aber trotzdem ist er frisch und überhaupt nicht drückend oder schwer. Richtig, richtig toll. Das ist einer meiner Lieblinge. Also ich glaube, aus der Coconut Collection ist es sogar mein Liebling. Ich finde den Duft richtig toll. Mag ich sehr, sehr gerne. Ja, meine Lieben, das war mein Dufter Januar. Ihr seht, der war eigentlich relativ kompakt. So viel habe ich nicht gedüftelt. Es sind auch wieder nur Gläser gewesen, bis auf die 2 Daylights. Aber ich habe jetzt auch wieder eine Duftlampe stehen und ich fange jetzt auch langsam wieder an, die Duftlampe zu benutzen. Beziehungsweise hole ich jetzt meine Duftlampe von Sensibald aus dem Keller, weil das ist eine ohne Licht und im Sommer mag ich es einfach lieber, wenn ich eine Duftlampe ohne Licht anhabe, weil mich das einfach stört. Ich habe hier Fenster nach Süden und hier kommt eigentlich immer die Sonne rein und da brauche ich jetzt einfach keine Lampe, die Licht gibt. Das stört mich. Das passt so nicht in mein Weltbild. Ich mag das einfach nicht. Beziehungsweise habe ich auch die Rollos oftmals halb runter, weil es einfach sonst zu hell wird. Und da ich so einen Sensibomber ohne Licht habe, wird der jetzt bald aus dem Keller hochgeholt und dann kommt der auch wieder hierher und dann wird auch wieder Ice Flower und Duftimpressionen und Sensi und Beautiful Fragrances. Dann wird auch das endlich mal wieder in die Duftlampe wandern, weil da habe ich echt noch einiges im Keller und möchte es auch mal langsam aufbrauchen. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen oder auch einen lieben Kommentar. Vorzugsweise immer liebe Kommentare natürlich. Aber ihr dürft natürlich auch andere Sachen schreiben. Aber lieb wird bevorzugt. Kleiner Spaß. Aber schreibt mir doch gerne mal die paar Gläser, die ich euch genannt habe, vielleicht wie die bei euch sind. Falls einer von euch die hat, würde mich das sehr interessieren, ob die bei euch im Glas auch so ein bisschen schwächeln. Das finde ich nämlich echt schade, weil es richtig tolle Düfte sind. Gerade der Margarita Time oder auch der Star Anise and Orange finde ich echt schade, dass die im Glas so ein bisschen schwächeln. Ansonsten würde ich mich über ein kostenloses Abo freuen, damit ihr auch im nächsten Video wieder dabei seid. Und bis wir uns im nächsten Video wiedersehen, wünsche ich euch eine dufte Zeit. Macht's gut. Ciao.